Hi Leute, mein Name ist Alan, das ist Infusus for Life und willkommen auf meinem Kanal. Heute mal ein ganz spontanes Video, eigentlich direkt aus der Instagram-Story raus. Und ja, super, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte einfach direkt mal loslegen. Aus der Beschreibung konntet ihr lesen, dass es sich jetzt um ein allgemeines Thema handelt. Aber ich will ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen. Und zwar habe ich im Laufe meiner Jahre, ich bin ja auch nicht mehr so der extremst Jüngste, gemerkt, dass viele Menschlein sich irgendwo verrennen. Ne? Dabei ist es egal, ob du auf Fotoapparate stehst, Autos, Uhren, Bodybuilding, Fitness oder auch, was hat meine Freundin früher gemacht, dieses Fahrrad, dieses Spinning-Fahrrad. Ne? Wenn man das in ein Extremes zieht, dann ist das alles nicht gut. Ne? Ich habe das schon erlebt. Also ich habe Kollegen gesehen, ich habe selber erlebt, okay, also ich bin tatsächlich irgendwo hingerannt und habe mich monatelang von Cheeseburgern ernährt, nur dass ich ein bestimmtes Autoteil, einen bestimmten Auspuff, einen bestimmten Muffler, X-Pipe, whatever it was, für meinen Mustang leisten konnte. Und irgendwo geht dann da Spaß verloren oder der Kumpel von mir sagt, hat Spaß da irgendwann mal im Loch. Und das möchte ich um keinen Preis der Welt irgendjemand anders zumuten, denn irgendwoher muss man ja den Erfahrungsschatz, die man in seinem Leben abgreifen konnte, wertvoll an andere auch weitergeben können. Es soll was Nachhaltiges sein. Und ich möchte halt eben auch diese ganzen Videoreihen, die ihr halt eben auch seht von mir, nachhaltig lassen. Das ist für mich wichtig. Falls irgendwann mal irgendwas ist und der Zeit nicht mehr die Möglichkeit in Aussicht erbracht wird, überleg mal, wie ich da aus diesem Satz jetzt komme, weil ich einfach keine Lust habe, dieses Video zu schneiden. Ja, dass irgendwann mal der Zahn der Zeit auch an mir nagt und dann war es das irgendwann mal auch für mich. Und dann möchte ich halt etwas Nachhaltiges in meinen Videos auf YouTube belassen und mit viel, viel Mehrwert für den Zuschauer da draußen. Und mit dem Mehrwert meine ich, man sollte in seinem Leben eine gewisse Balance halten, wie wenn man, wenn ihr mal Justitie gesehen habt, ne, das ist doch die Figur, die hebt da so diese Waage in der Hand und so und dann darf das eine das andere nicht überwiegen. Und genauso solltet ihr euch das auch immer wieder veranschaulichen, wenn ihr ein Hobby habt. Ne? Dabei ist es egal, ob es, wie gesagt, ob du gerne Frisuren machst oder Fußball spielst oder selbst eine Diät. Bitte, bitte alles nur in Maßen betreiben, dann ist es auch gesund, dann habt ihr auch weiterhin Spaß an euren Hobbys und mit dem, was ihr in eurer Freizeit, in eurer freien Zeit des Lebens dann anstellt. Weil es war doch tatsächlich auch bei vielen, vielen Kollegen von mir so, dass ich das sehen durfte, dass außer Autos oder außer Uhren im Leben nicht viel gelaufen ist. Und das kann auch sehr, sehr traurige Ausmaße annehmen. Ich habe Freunde gehabt, die beispielsweise Essensmarken von anderen Kumpels haben holen müssen, weil sie kein Geld mehr hatten zu fressen. Es ging nicht mehr, aber sie haben sich halt die neueste Chevy Cobra bestellt. Ja, man kann wirklich schaffen, sich selber in ein Gefängnis zu manövrieren, in ein finanzielles Chaos. Und das muss nicht sein, dementsprechend einfach. Wenn es sein muss, wartet ihr halt eine halbe Ewigkeit für irgendwas, aber dafür habt ihr es dann gesund erworben, sage ich mal einfach. Und ihr könnt euch darüber freuen. Und das Schlimmste, was es ist auf diesem Planeten, was ich mir vorstellen kann, wenn man sich irgendwas ganz arg wünscht und sich das erkämpft auf Biegen und Brechen, wenn man merkt, der liebe Gott ist dagegen, das Universum ist dagegen und du pushst das irgendwie through und am Ende bist du einfach nur unglücklich. Frau ist sauer auf dich, weil du das Urlaubsgeld verballert hast. Eventuell, ich sage ja nicht, dass ich es gemacht habe, aber kann durchaus passiert sein. Und der Vibe, weißt du, der Vibe ist scheiße, der dahinter steckt. Und ich möchte halt eben nicht, dass einer von meinen Häschen da draußen, die gerne meine Videos schauen und auch die Neuen, die dazukommen und ein bisschen was übers Leben erfahren möchten, in diese Trap, in diese Falle nicht geraten. Das ist immer ganz wichtig. Ja. Und bald gibt es wieder ein neues Uhrenvideo. Wollte ich euch nur mal so übermitteln. Mit eine tolle Uhrenvorstellung. Vielleicht machen wir auch so ein Line-Up. Mal schauen, was wir uns da noch so ausdenken. Ja, und ja, ich hoffe, ich will das Video auch eben
wisst, ich mag Videos nicht unnötig zu lang halten. Ich will es nicht zu lang halten. Mir ist nur wichtig, dass ihr wirklich informativ jetzt in dieses Video euch informieren konntet. Reinschauen konntet und dann einen Mehrwert daran abgreifen konntet. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, ey, ihr helft mir extrem damit, wenn ihr regelmäßig meine Videos liked und sie natürlich teilt. Und nicht vergessen zu followen, also zu subscriben, weil das bedeutet mir sehr viel und hilft natürlich dem Channel. Wir pushen die Follower hoch und zusammen sind wir stark. Und darum geht's. Ne? In diesem Sinne, haut rein, wunderschönen Abend noch. Das war's von mir.